S-Bahn-Ringschluss gefordert. Die Schutzgemeinschaft Filder hat heute in Leinfelden-Echterdingen die Deutsche Bahn aufgefordert, auf den Fildern eine S-Bahn-Strecke zu bauen. Was wir dringend bräuchten, wäre eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere der S-Bahn. Und da steht jetzt eben an, dass eine Lücke zwischen Bernhausen oder in Zukunft Neuhausen und Wendlingen da ist. Und die wollen wir schließen, um Leute tatsächlich von der Straße abzuziehen. Die Bahn lehnt die Pläne ab und verweist dabei auf eine Betriebssimulation. Diese will sie jedoch nicht offenlegen, da sie noch nicht endgültig fertiggestellt sei.